Ja, Stjepan Kukuruzovic, das erste Training beim FC Vaduz heute. Gerade der Jojo-Test, wie hast du den Auftakt erlebt heute? Ja, sicher streng war zum Anfang, gerade das erste Training, der Jojo-Test. Aber es ist gut, wir sehen gerade, wo man steht, dass wir noch Arbeit vor uns haben. Die Vorbereitung wird kurz, aber wir müssen intensiv uns vorbereiten auf die kommende Saison. Dein Wechsel ist vor etwa einer Woche kommuniziert worden. Wie ist er zustande gekommen? Der Manager hat mir mal angerufen, dass der FC Vaduz Interesse an mir hat. Ich habe mich sehr darüber gefreut und hatte ein paar kurze Gespräche gehabt und ich habe schnell gemerkt, dass das passt. Und dann haben wir unterschrieben und ich bin sehr glücklich. Ja. Was erwartest du von deiner ersten Saison hier in Vaduz? Ja, ich hoffe einfach, dass ich spiele, dass ich der Mannschaft helfen kann. Wir haben Ziele, die werden wir noch bekannt geben und die wollen wir erfüllen, das ist klar. Für das werden wir hart arbeiten und ich bin optimistisch, dass wir die Ziele werden erfüllen. Ja, Mario Bühler, das erste Training ist vorbei. Du bist ein weiterer Innenverteidiger im FC Vaduz. Die Konkurrenz wird immer grösser auf dieser Position. Wie startest du in dein erstes Jahr bei Vaduz? Ja, ich muss jetzt sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich da bin. Ich weiss, es hat ein paar andere Innenverteidiger noch im Kader. Aber mein Ziel ist natürlich, dass ich das 1 oder das 2 werde, dass ich spielen kann. Mein Ziel ist nicht, hierher zu kommen und nur auf der Tribüne oder auf der Ersatzbank zu hocken. Was traust du dir und der Mannschaft in dieser Saison zu? Sehr viel. Was ich jetzt in dieser kurzen Zeit heute Morgen schon gesehen habe, ist sehr positiv, sehr gute Stimmung schon in der Mannschaft. Es hat jetzt auch ein paar andere neue Zuzüge schon gegeben. Und ja, ich denke, wir werden eine sehr gute Saison spielen. Was war dein erster Gedanke, den du vom Interesse vom FC Vaduz erfahren hast? Ich bin natürlich sehr froh, dass sie mich kontaktiert haben, weil ich jetzt doch 2 Jahre in der Challenge League war. Ich wollte unbedingt den Schritt wieder schaffen in die Super League. Ich hatte jetzt auch letzte Saison eine gute Saison gehabt beim FC Wollen. Und ich konnte jetzt Selbstvertrauen können tanken, Spielzeit können holen. Und ja, ich freue mich auf die Saison. Ja, Robin Kamber, das erste Training beim FC Vaduz und gerade der Jojo-Test. Wie hast du den Auftakt von dir erlebt in Vaduz? Ja, ist natürlich beim ersten Training gerade der Jojo-Test ist intensiv. Aber für das schaffen wir jetzt in der Vorbereitung, dass wir die Pace hochbringen können. Mit welchem Ziel bist du hierher gewechselt auf Vaduz? Ja gut, grossen Druck machen wir nicht. Ich bin jung und ich weiss, dass ich keine Zeit habe, aber ich will trotzdem hart arbeiten jeden Tag und mich möglichst gut hier weiterentwickeln. Und vielleicht irgendwann dann auch ein gesetzter Stammspieler sein. Wobei Stammspieler bei dieser Mannschaft wird es eigentlich, denke ich, mehr oder weniger nicht gerade geben, weil es ist eine sehr gute Mannschaft mit vielen guten Spielern. Was hast du für einen Eindruck gekriegt von der Mannschaft, vom ganzen Umfeld da? Ja gut, ich bin jetzt kaum ein paar Stunden hier und ich fühle mich schon pudelwohl, als wäre ich hier schon seit 2-3 Monate dabei und sind super Typen. Ich denke, wir werden es gut haben in nächster Zeit. Ja, Giorgio Contini, der Trainingsauftakt ist heute erfolgt. Was haben Sie für einen ersten Eindruck gekriegt von der Mannschaft? Ja, so wie ich es auch erwartet habe, haben sich alle gefreut, wieder zurückzukommen. Es war zwar nur eine kurze Pause gewesen. Die neuen Gesichter, die man begrüßen durfte, sind gut aufgenommen worden. Und es ist so, dass man meistens am ersten Tag auch gerade mit dem Test anfängt, was nicht immer erfreulich ist für die Jungs, aber sie haben durchgezogen, professionell wie sie sind. 4 Neue sind bis jetzt dazugekommen. Heute Nachmittag kommt noch ein 5. Ist die Kaderplanung damit abgeschlossen? Ja, wenn alle bleiben und wenn alle zusammenzählen, sind wir dann 27 Spieler. Also es ist so, dass es sicher ein grosses Kader ist. Also wir gehen davon aus, dass vielleicht der eine oder andere uns noch wird verlassen, das wissen wir noch nicht. Aber es ist so, dass wir die Trans, die wir uns erhofft haben, dass wir die relativ früh schon angegangen sind. Wir sind doch schon ein paar Monate dran mit den einen oder anderen Spielern. Dass die da sind, spricht auch für uns, spricht auch für das, was wir betrieben haben intern. Und ich freue mich, dass es geklappt hat mit den Spielern, die jetzt da sind. Wenn wirklich alle bleiben und die Mannschaft so bestehen bleibt, was trauen Sie dieser Mannschaft so in der nächsten Saison? Ja, es ist ja zu früh, zu irgendwelche Zielsetzungen rauszugeben. Wichtig ist, dass wir jetzt die Vorbereitung gesund überstehen, dass alle an Bord sind. Wir haben ja doch noch ein paar Rekonvaleszenzen. Wenn ich an Simone Grippo denke, der immer noch nicht in der Mannschaft trainieren kann, der wird erst langsam Lauftraining machen. Wir haben nicht gefunden in den Häusern, der jetzt auch die Listen operiert hat in der Pause. Also wird auch noch fehlen in der Vorbereitung. Also somit werden wir das Ganze sachtig angehen. Wenn wir jetzt die 2 Wochen Vorbereitung sehr gut überstehen, können wir dann anfangen, Zielsetzungen rauszugeben. Für die Meisterschaft ist ganz klar, wir wollen in der Liga bleiben. Somit haben wir mit dem FC Lugano einen Aufstieg, der uns wird jagen. Also geht es darum, wieder möglichst Abstand zum 10. Platz zu fahren. Reden wir vielleicht noch kurz über die neuen Spieler. Zuerst über den Stjepan Kukuruzovic. Was haben Sie für einen Eindruck von ihm gekriegt? Was trauen Sie ihm zu?
Gut, den Cookie haben wir auch aus dem Grund genommen, weil erstens mal vom Charakter her ein ganz bodenständiger Mensch ist. Werner Loberland aufgewachsen, ist ein sehr ruhiger, ganz geselliger. Und er passt auch vom Charakter von Dutz, von seinem Umfeld, Soziale her, passt er perfekt auf Dutz. Und er hat natürlich jetzt fußballerische Erfahrungen in den letzten Jahren versammeln, die uns sicher auch weiterbringen und uns helfen kann. Dann der Mario Bühler, ein weiterer Verteidiger, der den Konkurrenzkampf wird vorantreiben, oder? Mario kenne ich jetzt auch schon 4-5 Jahre. Ich durfte in Luzern als Junge trainieren, als er das erste Dia aus Tübingen hat in der Super League. Er bringt physische Präsenz mit, hat jetzt 2 Jahre am Stück die Challenge League dürfen spielen, auf gutem Niveau. Ich denke, es auch die letzte Saison gedacht, mit Wohlen, der doch vorne mitgespielt hat. Und es ist ein logischer Schritt auch für ihn in seinem Alter, dass er eine Super League gesucht hat. Da hat er die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Bringt sicher die Qualitäten mit, dass er auch konkurrenzfähig ist für seine Mitspieler in der Verteidigung. Mhm. Dann der Ali Messaou, was darf man da von einem Spieler erwarten? Ja, der Ali ist zuerst mal nicht selbstverständlich, dass er zwei Dutz ist. Ich denke, er hatte eine überragende Kritik in Holland. Er hat jetzt 2 Jahre dort in Willem II gespielt, ist aufgestiegen mit der Mannschaft, hat sich dort auch etabliert, zum Teil auch zum Captain avanciert. Ja, ich bin froh, dass wir ihn hier haben, dass wir ihn überzeugen können, dass Vaduz für seine Karriere der nächste Schritt der richtige ist. Und er bringt sicher offensiv. Er kann als hängende Spitze ganz vorne eingesetzt werden, kann auf der Halbposition eingesetzt werden. Das bringt eine gewisse Flexibilität, das, was ich auch ein bisschen schätze. Deswegen auch vom Spielerprofil das, was wir gesucht haben. Und er weiss auch mal, wo das Goal steht. Also wird sicher auch hoffentlich sein oder andere Goal schiessen für uns. Das Gleiche erhofft man sich vielleicht auch von Robin Kamber. Hat man da von dem Kontakt zu Basel können profitieren? Ja, sicher. Robin Kammer haben wir definitiv übernehmen. Er ist ein 19-jähriges Talent, bringt sehr viel physische Robustheit mit. Und es ist ein Junge, den man schleifen muss, der sich da, wie gesagt, kann in Ruhe entwickeln kann. Auch ein Spieler, der sicher da in Vaduz sehr gut aufgehoben ist. Und wir werden schauen, wie er sich entwickelt und wie er sich dann auch einbringt und vielleicht ein oder andere Match bei uns wieder machen wird und sich dann vielleicht auch für Höheres kann empfehlen. Mauro Caballero wäre noch der letzte Wechsel. Wie ist der Wechsel zustande gekommen? Es ist nicht so, dass ich in Portugal in der Ferien war. Es ist anders zustande gekommen. Nein, es ist so, dass wir seit Februar letztes Jahr das erste Mal Kontakt gehabt haben. Wir haben das immer ein bisschen analysiert, ist das machbar oder nicht. Und es sind natürlich viele Sachen, die man einstimmen. Wenn du einen Spieler holst, der beim FC Porto unter Vertrag ist, dann muss es viel stimmen. Wir haben auch die Spieler, die Vereinsführung können überzeugen, dass der nächste Schritt für ihn Vaduz vielleicht der richtige wäre in der Super League. Er ist als sehr junges Talent dort mal von Paraguay auf Porto gegangen. Ist jetzt wahrscheinlich nicht dort am Schluss gelandet, wo er gerne gewesen wäre. Hat den ganzen Durchbruch vielleicht noch nicht geschafft, aber der Bursch ist 20 Jahre, bringt sehr viele Qualitäten mit. Und jetzt werden wir schauen. Ohne Druck kann er da in Vaduz kommen, kann sich da entfalten und wir werden denken, auch ihm sehr viel Freude haben. Könnte er vielleicht der Stürmer sein, den man schon lange am Suchen ist? Ja, es ist so, dass man nützt er nicht, dass man irgendeinen Spieler holt, wo man von Anfang an sagt, das ist der, sondern er muss sich da wohlfühlen, muss sich da integrieren und ich bin überzeugt, dass er die Qualitäten hat. Weil sonst steht, denke ich, Porto nicht so ein Spieler geholt von Paraguay.